Hi Jungs und Mädels, Freunde der Nacht, was geht ab hier? Stefan Lammel ist wieder mal hier mit einem Erklärvideo für den Musikunterricht für die 5. bis 10. Klassen. Das war das, was ihr jetzt von mir hört und seht, ist teilweise eine Wiederholung für die höheren Klassen. Für die 5. und 6. Klassen ist es teilweise zwar auch eine Wiederholung, aber wir haben das in den letzten Wochen im Schulunterricht durchgenommen. Und jetzt kommt nochmal eine Wiederholung und eine Verfestigung. Es geht hier um Tonarten und Vorzeichen. Ja, warum sollte man das wissen? Ne? Man sollte das deshalb wissen, weil gerade in dieser verrückten Zeit, sage ich mal, in dieser komischen Zeit mit dieser Viruskrise, ist es wichtig, dass man musiziert. Musizieren, Musik machen gehört zu den wichtigen Sachen im Leben. Natürlich muss man arbeiten, natürlich muss man Mathematik, Englisch wissen, ist ganz klar, aber zur Lebensbewältigung gehört das Musikmachen dazu, das Musizieren. Und man weiß nie, ob man später, in späteren Jahren, mal zur Gitarre greift, Klavier spielt, Saxophon spielt, Klarinette oder Schlagzeug. Und all diejenigen, die dann wirklich sagen, ich möchte jetzt Musik machen mit anderen zusammen, ist es wichtig, dass man Grundbasismusik einfach weiß. Die Grundbegriffe in der Musik ist es wichtig, dass man das weiß, damit man das auch im Instrument oder auch im Singen umsetzen kann. Und um das geht es heute hier, um die Grundbegriffe, Grundbasismusik. Und nämlich um die Tonarten und um die Vorzeichen. Und ich fange gleich von vorne an. Es geht also um die Referenztonart, also die Vorzeigetonart ist C-Dur. Weil man mit der Tonart C-Dur und auch mit der Tonleiter C-Dur kann man das alles sehr schön erklären. Und das ist die Basis gleich vorneweg für die Schüler und Schülerinnen. Am Schluss stelle ich euch eine Aufgabe und das solltet ihr dann erfüllen. Das heißt, konzentriert zuhören und dann die Aufgabe machen, die sehr leicht ist. Und dann könnt ihr auch zum Schluss eure Hausaufgabe dann bewerkstelligen. Also folgendermaßen, C-Dur ist die Vorzeigetonart und C-Dur besteht aus den Tönen C, D, E, F, G, A, H, C. Hat jeder von euch schon mal gehört, ist also ganz einfach. Also diese Reihe sollte man wissen. Und dazu gehört die Tastatur. Die Tastatur sollte man wirklich im Kopf haben. Tastatur vom Keyboard oder vom Klavier. Ich zeige euch das mal. Ja, also diese Tastatur beinhaltet die weißen Tasten, die man nennt man Stammtöne. Das sind C, D, E, F, G, A, H, C. Und was noch gut ist, das sind die schwarzen Tasten. Das sind die erweiterten Töne. Das heißt, das sind also die alle diese Töne mit Vorzeichen Kreuz und mit Vorzeichen B. Was wir davon wissen müssen, das sehen wir hier, dass zwischen E und F und H zum C, da fehlen die schwarzen Tasten. Also, zwischen E, F und H, C fehlen die schwarzen Tasten und da kann man sich das so merken, dass diese Verbindung von E zu F und H zum C, das sind kleine Tonschritte in der Tonleiter. Ja? Wenn die Tonleiter von C nach oben geht zum nächsten C, gibt es große Schritte, ich sage mal, das sind Ganztonschritte und es gibt kleine Schritte, das sind Halbtonschritte. Und diese kleinen Schritte der Tonleiter nach oben liegt zwischen E und F und H zum C. Das sind nur Halbtonschritte. So, das ist ganz wichtig, dass man diese natürlichen Halbtonschritte, natürlich deshalb, weil es keine Vorzeichen hat. C-Dur hat keine Vorzeichen, das besteht nur aus den weißen Tasten, aus den Stammtönen. Und diese Stammtöne, die muss man wissen, wie die zusammengesetzt sind. Und nämlich wissen muss man, E und F und H zum C sind kleine Schritte. Während C zum D oder D zum E, da liegen die schwarzen Tasten dazwischen. Das sind Ganztonschritte. Das muss man wissen. Jetzt geht man her
und schreibt unter diesen Tönen Zahlen von 1 bis 8. Also unter C ist 1, D ist die Zahl 2, E ist 3, F ist 4, 5, 6, 7, 8 sind wir dann wieder bei dem oberen C. So, und jetzt sieht man, dass zwischen 3 und 4, man nennt es Stufen, zwischen der dritten und vierten und auch oben bei H und C, das ist die siebte zur achte Stufe, da liegen die Halbtonschritte. Das ist elementar, das ist Grundbasis, das muss man wissen, das muss man sich im Kopf behalten. Also, jetzt kommt die Aufgabe, ihr geht her und schreibt diese Tonleiter euch auf, kennzeichnet die Halbtonschritte, entweder mit einem X-Zeichen etc., das könnt ihr euch einfallen, wie ihr wollt, und schreibt die Stufen darunter und dann merkt euch 3, 4 und 7, 8 und zwar dazu müsst ihr euch merken E und F und H zum C. Das ist, muss im Kopf drin. Der Trick ist ganz einfach, in dem Moment, wo man das selber aufschreibt, bleibt es auch schon im Kopf hängen. Sollte das sein, da gibt es ein Sprichwort, das heißt, was man schreibt, das bleibt. Dieses Sprichwort ist richtig. Also aufzeichnen, was ganz wichtig ist, kennzeichnen, auch die schwarzen Tasten richtig. Man muss also wissen, hier haben wir ein Zweier, eine Gruppe mit zwei schwarzen Tasten, dann kommt E und F und dann kommt eine Gruppe mit drei schwarzen Tasten. Und dann kommt H zum C. Das ist da, was man auswendig im Kopf haben muss. Und dann kann man sich vieles, vieles erschließen. Braucht man gar nicht mehr so viel nachdenken und auch nicht mehr auswendig behalten. Also das ist das Wichtigste und das ist eure erste Aufgabe. Und damit will ich jetzt auch für heute sein lassen. Die C-Dur kennzeichnen, ins Notenheft reinschreiben. Ihr könnt es mir auch ruhig senden an lammel@web.de. Ich schaue mir das an, ob das alles richtig ist. Ist also die erste Aufgabe, ist eine Wiederholung. Und das ist Grundbasiswissen. Ich sage Tschüss, bis Servus, bleibt gesund, bis bald. Ciao.